Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Town of Light. Wir haben noch was gefunden. Und zwar, was fürs Tagebuch. Ha, was hatten wir? Wo sind wir stehen? Wir sind bei dieser dunklen Stelle stehen geblieben. Das war hier. Und das heißt, wir müssen hier weitermachen. Ich habe niemanden von dem Licht erzählt. Ich wusste, dass etwas Schreckliches mit mir passiert. Ich dachte, dass ich sterben würde und fühlte eine so tiefe Scham, dass mich eine unkontrollierbare Rastlosigkeit überkam. Ich hatte Angst, wenn andere Leute in der Nähe waren, sah Finger, die auf mich zeigten, Münder, die lachten und über mich urteilten. Ich versuchte, allein zu sein. Ich setzte mich auf einen Boden und kauerte im Dunkeln. Ich wiederholte ein Wort, irgendein Wort, ohne Unterlass. Das half mir, nicht zu denken, mich nicht zu verlieren. Ich verbrachte ganze Tage so in der Hoffnung, dass mich meine Mutter ignorieren würde. Ihre mitfühlenden Worte verletzten mich und terrorisierten mich noch mehr. Sodass ich... Sodass ich diese Worte schreien und schreien und schreien musste. Nach ein paar Tagen wurde es besser und ich kam immer mehr aus meinem Versteck, aber die Furcht war immer da, unter der Oberfläche, bereit, noch härter zuzuschlagen. Gut. Jetzt müssen wir mit Amara duschen. Das Licht. Alles ist fertig. Jetzt ziehen wir uns aus und hängen unsere Sachen auf die Kleiderhaken. Als erstes möchte ich das noch lesen. Liste weiblicher Verhaltungsstörungen, deren Behandlung besondere Strenge und Härte verlangt. Onanie, Masturbation, Homoerotik, Homosexualität, Rabenmütter, Mütter, die keinen Mutterinstinkt entwickeln, Verweigerung ehelicher Pflichten und Ehebruch. Okay. An den Kleiderhaken. Die zieht sich jetzt aus und duscht mit einem Geist. Warte mal, was hat sie da an? Jetzt drehen wir das Wasser auf und alles wird wie damals sein. Okay, wenn sie meint. Kann man denn das Wasser aufdrehen? Ich weiß nicht, wo man das Wasser aufdrehen kann. Muss ich vielleicht gar nicht zur Dusche? Jetzt drehen wir das Wasser. Ach, da hinten. Muss ich erstmal dahin latschen. Ach, das fällt dann da so runter, das Wasser. Mein Gott. Amara war all das, was ich hätte sein können. Aber sie war nicht mehr da. Ich hätte gern alles, was ich tat, ungeschehen gemacht. Stattdessen habe ich es wieder getan. Immer wieder.
Es war meine Schuld und sie ist aus meinem Leben verschwunden. Haben sie einen diese Spritzen gegeben. Das Zucken, das dann durch Körper und Seele ging, war so entsetzlich stark. Die Welle aus Schrecken und Schmerz war unerträglich. Ich hatte eine Todesangst davor. Sie hatten mich in das Obergeschoss gebracht. In die Abteilung, in die niemand wollte. Okay. Obergeschoss, Abteilung, die niemand wollte. In die niemand wollte. Mhm. Sie haben sie also getrennt. Ich glaube immer noch, dass Amara eine, also keine Patientin war. Muss immer eben horchen, was mein Hund macht. Die haben das aber mitgekriegt und dann haben sie sie getrennt. Ja, also glaube ich zumindest. So, jetzt müssen wir nach oben. Hä? Ach mein Gottchen, wo komme ich denn her, ey? So. Da gibt es aber immer noch zwei Seiten. Die ist es nicht. Ob das geht, wenn ich meinen Schuh vielleicht öle? Ob der dann nicht mehr quietscht? Wenn zu viel Unruhe herrschte, haben sie alle Türen am Fenster geschlossen. Licht ausgemacht, dann war es stockdunkel. Einige schliefen ein, andere hörten auf, ihre Geister zu sehen. Und es wurde irgendwie friedlich. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ach, hier rein? Nee. Wo soll ich denn hin? In irgendein Zimmer? Hier vielleicht? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Muss ich vielleicht hier irgendein Bett anklicken? Thank you.
Hä? Gehen wir das Zimmer von René suchen. In der Abteilung für halbruhige Geisteskranke. In der Abteilung für halbruhige Geisteskranke. Das müsste ja dann hier sein, oder? Halbruhige Patienten. So. Hier ist zu. 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 Ja, es geht hier nur eine Tür ist offen. Die hier. So. Ich bin da. Sind noch voll die blutigen Laken hier überall. Irgendwie funktioniert das gerade nicht, glaube ich. Muss ich vielleicht die Tür zumachen? Bei dem Geräusch kann ich mich nicht konzentrieren, ey. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh, ich habe eine Taschenlampe? Seit wann habe ich denn die? Oh, hier ist alles blutig noch. Pfui Teufel. Alle Fenster und die Tür zu und auch alle Lampen aus. Ach so. Wir wollen, dass es dunkel ist. Sag das doch. Sie oh. haben dir die 20. Mhm. Sie haben dich eiskalt abgeduscht. Sie haben versucht, dich mit einer Decke zu ersticken. Sie haben dich am Bett festgebunden. Sie haben mich am Bett festgebunden. Richtig, dich. Eine Frau ist neben mir gestorben. Sie ist an ihrem Erbrochenen erstickt. Sie war festgebunden, weil sie dauernd masturbierte. Ich höre jetzt noch ihr Röcheln. Ich schrie, aber keiner kam. Alle hier drin waren immer nur am Schreien. Dann sah ich auf einmal diese Puppe. Aber es war nicht Charlotte. Nein, das ist nicht Charlotte. Ihr Vater? Allein gelassen und zusammengefercht in dieser Abteilung. Alte Wunden schmerzten wieder. Er brachte ihn mit. Ich hätte nie mit ihm gerechnet. Er ist gekommen, um mir klarzumachen, wer ich war, was meine Mutter getan, was ich getan habe. Es scheint, als ob ich hier drin das Gleiche erlebt hätte wie vorher draußen. Die Puppe, die Angst, das Gefühl der Scham. Ich hätte gern alles, was ich tat, ungeschehen gemacht. Stattdessen habe ich es wieder getan. Immer wieder. Der Brief war vorher nicht hier. Mom.
Montefoscoli, 12. November 1939. Meine liebe Tochter, ich habe gehört, was passiert ist. Es tut mir so leid. Dass du verlegt wurdest und dich elend fühlst, macht mir große Sorgen. Hab Geduld. Du wirst sehen, es geht bergauf. Du wirst behandelt und wieder ganz gesund. Ich bete viel, jeden Tag. Bitte schreib mir oft, erzähl mir alles und sag, was du brauchst. Ich werde tun, was ich kann. Versuch stark zu bleiben. Mama. War das gerade ihr Vater? Das war der letzte Brief, den sie geschrieben hat. Seit ich in dieser Abteilung bin, nur allein sein. Nach diesem Besuch kam von Mama keine Briefe mehr. Mhm. Warum dieser Mann? Warum kam sie nicht? Habe ich etwas falsch gemacht? Ich glaube nicht, dass sie mich mein Schicksal überlassen wollte. Was habe ich falsch gemacht? Ich würde ihr gern jetzt antworten können, um den Lauf der Dinge zu ändern. Was? Ich bitte dich, hol mich hier weg von diesem Ort. Er macht mir solche Angst. Sie tun mir so weh. Ich bin so allein. Keiner weiß mehr etwas von mir. Es ist, als ob ich nicht mehr da wäre. Sie haben mir alles weggenommen. Alles. Gora Mama oder Gonna Mama steht da. Ich bin allein. Ich bin so allein, keiner weiß mehr etwas von mir. Es ist, als ob ich nicht mehr da wäre. Sie haben mir alles weggenommen. Alles. Wir nehmen den hier. Ich bin so allein, keiner weiß mehr etwas von mir. Es ist, als ob ich nicht mehr da wäre. Auch meine Freundin hilf mir, tu was. Meine Angst ist so groß, verstehen tue ich kaum was, alles ist durcheinander. So kann ich nicht mehr leben ohne einen Sinn. Ich kann auch nicht mal mehr weinen. Du hattest recht, ich weiß, ich verstehe, mein Verhalten war falsch, wenn du wüsstest, wie sehr ich mich schäme. So kann ich nicht mehr leben ohne einen Sinn. Ich kann auch nicht mal mehr weinen. Aber jetzt weiß ich, mich zu benehmen. Ganz bestimmt, jetzt wird alles gut. Ich werde arbeiten und anständig sein. Sie hassen mich. Er hasst mich. Er will mich umbringen. Aber keiner versteht das. Keiner glaubt mir. Oder ich würde am liebsten sterben. Abends hoffe ich, nicht mehr aufwachen zu müssen. Ich kann nicht beschreiben, was mir passiert. Manchmal weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Nein, ich würde am liebsten sterben. Abends hoffe ich, nicht mehr aufwachen zu müssen. So hätte sie mir vielleicht zugehört. Wird sie mir antworten? Was sollen wir jetzt mit dem Brief machen? Die Briefe wurden im Archiv abgegeben. Von da aus wurden sie verschickt. Sieht der Raum jetzt hier anders aus? Ach nee, jetzt gehen sie ja auf, die Räume, genau. Geschwätzig, nymphoman, albern, labil, impulsiv, gereizt, inkorinnend, nervös, laut, extravagant, erotisch, bedrohlich, launisch, halluzinierend, roter Kopf, erregt, ruhelos, okay. Ach, jetzt sind hier alle Türen auf, ne? Na, mach auf. Kann man hier überall mal reinlucken. Was war das hier für ein Raum? Besucher, aufgezeichnete Besucher von René T. Datum, Zeit, Personendaten. 10. April, Adele T. Das war die Mutter? Oh, entschuldigt. Ich weiß nicht, was hier mit diesem Scheißstuhl ist. Adele T. ist unsere Mutter? Und Bruna M. hat uns... Hä? Aber wir haben doch einen Brief an Adele hier gefunden. Unsere Mutter hat doch nicht hier gearbeitet, oder? Nein. Zur Befragung. Bruna M. Onofrio P. und unerlaubte Besuche. Mhm. Okay. Ja.
Habe ich jetzt geklopft oder was war das? Da liegt noch ein Brief, glaube ich. Nee. Wir können wieder Tagebuch hören. Ja, doch, hören war richtig. Ich kauerte mich dann auf den Boden und nässte mich sogar ein. Die Lehrerin versuchte mich dann zu trösten und lächelte mir zu. Aber ihre Zähne und ihre Augen ängstigten mich noch viel mehr. Die Dinge änderten sich. Ich weiß nicht wieso, als ich vielleicht in der zweiten oder dritten Klasse war. Das war mehr oder weniger zur gleichen Zeit, als ich mich mit Bruna anfreundete. Ich erinnere mich an das Gefühl der Freude, wenn ich mich fast normal fühlte. Das Licht kommt nicht, die Träume sind verschwunden und ich habe eine echte Freundin, eine, die mit mir spricht. Ich sagte dies immer wieder zu mir selbst, während ich in den Spiegel schaute und nicht mehr länger ein peinliches Spiegelbild sah. Es schien mir, dass die Welt schwierig war, aber nicht mehr länger unmöglich. Bruna. Ich verstand nicht, was Bruna in mir sah, besonders da sie fast 2 Jahre älter war als ich. Ich sagte ihr das immer mal wieder und sie scherzte darüber und sagte, »Nichts. Ich sehe nichts in dir. Das mag ich an dir.« Und dann umarmte sie mich. Aber eines Tages war sie traurig und nachdenklich und sagte zu mir, »Du und ich, wir sind gleich. Täusche dich da nicht. Du bist zurückhaltend und ehrlich. Und ich nicht. Aber das ist der einzige Unterschied zwischen uns. Der einzige.« Dann begann sie zu weinen. Die Erkenntnis in ihren Worten traf mich. Aber erst heute, wenn ich mich an meine Vergangenheit zurückentsinne, verstehe ich, was sie meint. Ja, und dann haben wir ja wieder, genau. Das heißt, uns fehlen jetzt noch 3 Seiten. Ich habe das jetzt auch mal alles halt vorher durchlesen lassen, weil ich weiß ja nicht, es kann sein, dass ich die... Oh Gott. Dass ich die letzten gar nicht mehr finde. Deswegen und... Oder, dass ich sie zuletzt finde, vergesse das Tagebuch zu öffnen und euch das vorlesen lasse. Und ja, dann, wie heißt es, dann können wir nachher in das Tagebuch nicht mehr zurückgucken, wenn das Spiel zu Ende ist. Und das wäre natürlich kacke. Das wäre richtig kacke und ich muss aufs Klo. So, wir müssen zum... Archiv. Also nach unten. Archiv ist für mich unten. Archiv. Ach, vielleicht... So. Hier ist doch das Archiv, oder? Ich guck mal hier unten. Aufnahme, Warteraum, Klimaspeicher, Beobachtungsraum, ruhige, du bist hier, okay. Aufnahme und Warteraum. Doch hier nicht? Tr
Treppe, Untersuchung zum. Zwölf. Patientenarchiv. Also da lang. Also war ich schon am richtigen Ort? Ich musste nur ein bisschen weitergehen. War ich hier? Schon. War ich hier schon? Ich weiß das nicht mehr. Für alle Fälle gucke ich jetzt halt einfach nochmal überall rein. Ich weiß es nämlich wirklich nicht mehr. Nein, hier war ich noch nicht. Der Kreis schließt sich so langsam. Das kriege ich nicht auf. Oh, ich muss so dringend aufs Klo. Oh. Ja, die letzten Tagebucheinträge. Jawolle. Da. Ja, los, fang an. Warte. Machen das so. Da war. So, da. Ich erinnere mich an einen wiederkehrenden Traum aus dieser Zeit. Ich hatte für gewöhnlich viele Albträume. Aber diese eine war so real, dass ich mich noch heute frage, ob es wirklich nur ein Traum gewesen ist. Ich lag im Bett, umgeben von der Wärme der Decke, im Dunkeln, gerade in den Schlaf sinkend, als ich hörte, wie sich die Schlafzimmertür öffnete. Ich drehte mich Wand und hatte nicht den Mut, mich umzudrehen. Zur Wand. Ich sah nur einen Schatten an der Wand, durch das Licht der Tür. Dann hörte ich, wie sich die Tür wieder schloss, und ich dachte, es könnte meine Mutter gewesen sein, die für gewöhnlich noch einmal hinschaut, bevor sie ins Bett geht, um zu sehen, ob ich auch schlafe. Aber es war keine Zeit für einen Seufzer der Erleichterung, denn Schritte näherten sich dem Bett, und ich hörte Atmen ganz nah. Angst lähmte mich von Kopf bis Fuß. Die Decke wurde zurückgezogen. Ich erinnere mich an einen kühlen Lufthauch entlang meiner Wirbelsäule. Jemand saß auf meinem Bett. Und ich zitterte. Dann war der Traum zu Ende. Ja, das war ihr Tagebuch. Können wir da lieben. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.